Hi Leute, da sind wir wieder bei Let's Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, wir reparieren jetzt erstmal ein bisschen. Oder haben wir was zu reparieren? Ich weiß es gar nicht. Einfach mal nachsehen. Ah, da ist ja keiner mehr drin. Zack. Ja, wir haben was zum Reparieren. So. Jetzt kommt aber wieder einer rein. So, ich habe hier Haus Morwein. Den brauchen wir nicht mehr. Der kann weg. Gut, Freund, eine Ehre das ist. So, habe ich sonst irgendwas, was weg kann oder so? Habe ich da noch Seelensteine? Nein, wir haben hier keine Seelensteine mehr. Das ist schön. Hier ist doch nichts drin, oder? Nein, auch sehr schön. So, dann. Oh, ich habe hier sehr viele Fackeln. Gut, Kommt mir Freund, nur eine mir das so Ehre vor das oder ist. leckt das irgendwie so ein bisschen, so Mikroruckler oder so? 1, 2, 3, 4. Das heißt, alle bis auf einen kommen hier weg. So, das passt. Dann wiegen wir auch wieder weniger. Das lassen wir mal da. Alles. Bis auf dieses eine Ge Amulett der gewaltigen Hiebe, das kann weg. So, der kommt dann in unser neues Zuhause. Okay, lesen wir aber jetzt erst einmal ein Buch. Grüße an meinen Freund. Die Wolfskönigin, Buch 6. Die Wolfskönigin, Buch 6 von Waukin Yacht, aus der Feder des Inzulikus. Weiser im 2. Jahrhundert. Dritte Ära 120. Die 15 Jahre alte Kaiserin Kintyra Septim II., Tochter von Antiochus, wurde am dritten Tag der ersten Saat gekrönt. Ihre Onkel Magnus, König von Kleinmotien, und Sephorus, König von Gilane, begleiteten sie. Doch ihre Tante Potema, Wolfskönigin des Königreichs der Einsamkeit, war vom Hof verbannt worden. Zurück in ihrem Königreich begann Königin Potema den Aufstand zu entfachen, den man später den Krieg des roten Diamanten nennen würde. All die Verbündeten, unzufriedene Könige und Edelmänner, die sie über die Jahre gefunden hatte, unterstützten sie mit ihren Truppen gegen die neue Kaiserin. Die ersten frühen Vorstöße gegen das Reich waren durchaus erfolgreich. In Himmelsrand und im nördlichen Hochfels wurde die kaiserliche Armee angegriffen. Potema und ihre Streitkräfte kamen über Tamriel wie eine Heimsuchung. Wo sie auch waren, stachelten sie Tumulte und Aufstände an. Im Herbst des Jahres schickte der loyale Herzog von Feldschlucht ein dringendes Gesuch nach Verstärkung durch die kaiserliche Armee, und Kintyra führte selbst die Truppen, um den Widerstand gegen die Wolfskönigin zu wecken. Dritte Ära 121. Wir wissen nicht, wo sie sind, sagte der Herzog tief bestürzt. Ich habe Späher durch das ganze Land geschickt. Ich kann nur annehmen, dass sie sich in den Norden zurückgezogen haben, als sie von der Ankunft eurer Armee gehört haben. Ich sage es nur ungern, aber ich hatte mich auf eine Schlacht gefreut, entgegnete Kintyra. Ich möchte den Kopf meiner Tante auf eine Lanze spießen und ihn im ganzen Königreich zur Schau stellen. Ihr Sohn Uriel und seine Streitkräfte sind direkt an der Grenze zur kaiserlichen Provinz und verspotten mich. Wie können sie so erfolgreich sein? Sind sie nur so gut im Kampf oder hassen mich meine Untertanen wirklich? Sie war erschöpft nach den vielen Monaten, die sie sich durch den Schlamm von Herbst und Winter kämpfen musste. Als sie die Drachenschwanzberge überquerte, geriet ihre Armee fast in einen Hinterhalt. Das Losbrechen eines Schneesturms in der normalerweise gemäßigten Baronie von Dünen war so unerwartet und heftig. Er musste zweifellos von einem von Potemas verbündeten Zauberern verursacht worden sein. Wohin sie sich auch wandte, fühlte sie die Gegenwart ihrer Tante.
und nun war ihr die Aussicht auf ein Treffen mit der Wolfskönigin schließlich wieder durchkreuzt worden. Es war kaum zu ertragen. »Es ist Angst, ganz einfach«, sagte der Herzog. »Das ist ihre mächtigste Waffe.« »Ich muss es fragen«, entgegnete Kintyra und hoffte, ihre Stimme würde nichts von der Angst, von der der Herzog gesprochen hatte, verraten. »Ihr habt die Armee gesehen. Ist es wahr, dass sie ein Heer untoter Krieger unter ihrem Befehl hat?« »Nein, das stimmt nicht. Aber sie nährt zweifellos dieses Gerücht. Ihr Heer greift bei Nacht an, zum Teil aus strategischen Gründen und zum Teil, um solche Ängste zu steigern. Soweit ich weiß, hat sie keinen anderen übernatürlichen Beistand als die üblichen Kampfmagiere und Schattenklingen jeder modernen Armee.« »Immer nachts«, sagte Kintyra nachdenklich. »Ich vermute, um ihre Anzahl zu verbergen und um ihre Truppen in Position zu bringen, bevor wir sie bemerken«, fügte der Herzog hinzu. »Sie ist ein Meister des Überraschungsangriffs. Hört man von einem Vormarsch nach Osten, so ist sie sicher bereits vor dir im Süden. Doch hört, wir werden das alles morgen früh besprechen. Ich habe die besten Zimmer des Schlosses für euch und eure Männer vorbereitet.« Kintyra saß in ihrem Turmzimmer und verfasste beim Licht des Mondes und einer einzigen Talgkerze einen Brief an ihren zukünftigen Ehemann, Fürst Modellus, in der Kaiserstadt. Sie hoffte, ihn im Sommer im blauen Palast, den ihre Großmutter Quintilla so sehr geliebt hatte, zu heiraten. Aber der Krieg würde dies vielleicht nicht zulassen. Während sie schrieb, starrte sie aus dem Fenster auf den Hof hinunter und auf die geplagten, blätterlosen Winterbäume. Zwei ihrer Wachen standen auf den Zinnen, einige Meter voneinander entfernt. Ganz wie Modellus und Kintyra, dachte sie und machte sich daran, diese Metapher in ihrem Brief zu erklären. Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihre Dichtkunst. »Eure Majestät, ein Brief von Fürst Modellus«, sagte der junge Eilbote, als er ihr das Schriftstück erreichte. Er war kurz und sie las ihn schnell, bevor der Bote die Möglichkeit hatte, sich zurückzuziehen. »Ich bin etwas verwirrt. Wann hat er dies geschrieben?« »Vor einer Woche«, sagte der Bote. »Er sagte, es sei dringend erforderlich, dass ich so schnell wie möglich herkomme, während er das Heer mobilisierte. Ich nehme an, sie werden die Stadt bereits verlassen haben.« Kintyra entließ den Boten. Modellus schrieb, er hätte einen Brief von ihr erhalten, der dringend um Verstärkung für die Schlacht bei Feldschlucht bat. Aber es gab keine Schlacht bei Feldschlucht, und sie war heute erst angekommen. Doch wer schrieb den Brief in ihrer Handschrift? Und warum würden jene wollen, dass Modellus eine zweite Armee aus der Kaiserstadt nach Hochfels bringt? Kintyra fühlte einen kalten Schauer von der Nachtluft vom Fenster und wollte es schließen. Die beiden Wachen auf den Zinnen waren fort, als sie das Gespräch eines gedämpften Kampfes hinter einem der dürren Bäume hörte. Lehnte sie sich hinaus und hörte nicht, wie sich die Tür öffnete. Als sie sich umdrehte, sah sie Königin Potema und Mentin, Herzog von Feldschlucht, mit einer Schar Wachen im Raum. »Ihr bewegt euch leise, Tante«, sagte sie nach einem Augenblick. Sie wandte sich an den Herzog. »Was hetzt ihr euch gegen eure Treue zum Kaiserreich auf? Angst?« »Und Gold«, entgegnete der Herzog schlicht. »Was ist meinem Heer zugestoßen?«, fragte Kintyra und versuchte Potema direkt ins Gesicht zu sehen. »Ist die Schlacht so schnell vorüber?« »Eure Männer sind alle tot«, lächelte Potema. »Aber es gab hier kein Gefecht. Lediglich leise und wirksame Ermordung. Es wird noch Schlachten geben, gegen Modellus in den Drachenschwanzbergen und gegen die Überreste der kaiserlichen Armee in der Stadt. Ich werde euch regelmäßig Bericht erstatten über den Fortschritt des Krieges.« »Also werde ich hier als eure Geisel festgehalten?«, fragte Kintyra, die plötzlich die Festigkeit der Steine und die große Höhe ihres Turmzimmers zur Kenntnis nahm. »Verflucht! Schaut mich an! Ich bin eure Kaiserin!« »Seht es so.
Ich mache euch von einer fünftklassigen Herrscherin zu einer erstklassigen Märtyrerin, sagte Potema mit einem Zwinkern. Doch ich verstehe es, wenn ihr mir nicht dafür danken möchtet. Das Buch war jetzt leider etwas kurz, aber doch spannend. Und auch irgendwie zu erwarten, muss ich gestehen. So. Bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Es sind ja nur noch zwei Bänder und dann die Zusammenfassung. So. Ich weiß nicht, irgendwie leckt das so ein bisschen. Ich habe vorhin noch bei OBS ein bisschen rumprobiert, einen Filter drauf gelegt, dass es jetzt richtig skaliert bereits gerendert wird, aufgenommen wird. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch wieder Vira da. Wenn die Lags nicht verschwinden, schaue ich mal nach. Warte mal, erstmal zum Händler. So, mein erst. Zack. So, Ausdauer muss voll sein. Gut, ich wollte das Amulett verkaufen. 3. Toll. Egal, dann geht das auf jeden Fall auch. So. Dann muss mein Rechner, da ist mein Rechner. Das sind 198 mal 1,94. Das sind 385. Ah, 373. Welch ein Glück, euch zu treffen. Und wir wiegen nur noch 437 Kilo. Sehr schön. Nach Balmora. So. Ich habe übrigens festgestellt, ich muss tatsächlich die Aufnahme beenden und wieder anfangen, wenn ich bin beim Moment aufnehme. Ist es anscheinend zu alt für OBS. OBS nimmt es nur richtig auf, wenn ich... Wie ich sehe, bevorzugen wir die gleiche Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Mann, gib Ruhe. Wenn ich die Aufnahme in OBS starte und dann Moorwind starte und ich darf dann nicht wieder zurück in den Desktop, ansonsten hängt dieses eine Bild, das da ist. Das nimmt dann nicht mehr richtig auf. Auch wenn ich dann wieder zurück in Moorwind gehe, in Vollbildmodus und das weiterspiele, das nimmt er nicht mehr auf. Das ist echt blöd, aber zum Glück habe ich es rausgefunden, bevor ich das bitter beim Aufnehmen rausfinden musste. Aber das leckt ziemlich. Ich werde jetzt hier das hier noch schnell machen und dann werde ich die Aufnahme kurz beenden. Bei OBS geht das ja ganz einfach. Und danach sehen, woran das liegt. Ich hoffe, es liegt nicht an diesem Filter, den ich da gemacht habe. Naja. Na? Jetzt. Irgendwie habe ich zwei verschiedene Musikstücke. Eins ganz leise im Hintergrund und das, was da jetzt gerade läuft, im Vordergrund. Komisch. So, 195 mal 1,94 sind 379. Moment, das wäre so eventuell sogar schneller. Halt. So. Falschen auf 86 Punkte. Mögest du auf warmem Sand gehen. Super. Ah, das sind so Mini-Huckler. Jetzt hat man gerade vorhin einen sehr gut gesehen. Ich werde da noch mal kurz nachsehen.
217 mal 1,94 sind 421. Nein. Yep. Sehr schön. So, dann werde ich jetzt hier noch mal kurz speichern. Und dann kurz. Ich muss Moment beenden, sonst funktioniert es nicht mehr richtig. Das ist sau blöd. Ja, mache ich mal kurz. Sau blöd ist das. Aber vielleicht. Okay, also es lag nicht an der Vira. OBS nimmt noch auf. Okay, vielleicht hat bei Moment was gehangen. Ich starte es einfach nochmal. Die Aufnahme läuft ja noch. Das ist der Vorteil daran. Ihr habt jetzt einfach schwarzen Bildschirm, aber ich muss nicht mehr dieses Unstart machen. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht, gerade. Er hat mich kurz gehangen. Das wäre saublöd. Ja, ihr müsstet jetzt eigentlich wieder ein Bild haben, aber ich bin mir nicht sicher. Falls ja, seht ihr jetzt, wie ich es nochmal beende. Ich werde jetzt die Aufnahme nochmal kurz beenden. Mann! Sau blöd ist das. Warum muss Fraps nicht mehr funktionieren? Bei Minecraft hat es diesen blöden Fehler jetzt auch gehabt, übrigens. So, hier kurz die Aufnahme beenden. Bei Minecraft hat es diesen blöden, unglaublich blöden Fehler jetzt auch. Ich benutze es jetzt gar nicht mehr. Ich nehme jetzt bei Minecraft auch OBS her. Das ist sau blöd. So, OBS wird auch kurz neu gestartet. So. Oh, 18 Minuten? Ja, egal. So. OBS starten. So. Gut, ich bin beim Morrowind drin, sehr schön. Und Start. So, habe ich es doch schnell gemacht. Aber ich kann mir jetzt sicher sein, dass es jetzt wieder normal aufnimmt. So. Und ihr müsst jetzt auch wieder ein Bild haben. Und dieses Mal gibt es hoffentlich keine Mini-Ruckler. Vielleicht hat sich da auch irgendwas aufgegeben. Vielleicht hat der Spielstand neue Laden auch gereicht. Das hätte ich versuchen können. Naja. Ah.